Laufend werden wir mit Liebesfilmen berieselt, die ständig auf die Tränendrüsen drücken und dann mit einem kräftigen Schnäuzer und natürlich Happy enden. Ich möchte Sie heute aber mit der Wirklichkeit konfrontieren. Unser Ehepaar lebt so wie tausende andere auch. Er arbeitet und seufzt. Und sie langweilt sich bei der Hausarbeit. Aber nicht, weil sie so wenig hat, sondern weil sie alles anzipft. Richtig anzipft. Und warum? Hören wir mal ins morgendliche Schlafzimmer. Die Schatzi, tu nicht so. Komm zu mir weiter. Los, meine Ruhe. Du stinkst ja wie ein Bierfassel. Ja, dann steckst du den Kopf unter die Decken. Da wirkt sicher anders. Ja, sag einmal, bist deppert. Glaubst du, du in der Flur schon speien? Jetzt ziehst du nicht einmal mehr die Unterhosen aus dem Bett. Ja, dann ziehst du mir es halt du aus. Vielleicht ist da was drin für dich. Das kannst du kalten. Das ist ja sowieso noch mehr zum Alkohol ablassen. Gib her deine Hand, damit du spürst, was wahre Härte ist. Au! Lass aus, meine Hand. Du bist ja noch immer fett. Wenn ich eine Rehheitel brauche, dann geh ich Auto waschen. Außerdem muss ich aufstehen, weil ich dein Dreckwäsch waschen und bügeln muss. Ja, dann schleich die aus, ich. Aber das Licht nicht auf. Beim Berchtenlauf ist er da noch. Du kannst nicht. Na, jetzt will ich auch nicht. Naja, der Morgen hat also wie üblich begonnen. Die nette Unterhaltung beim Frühstück, die ersparen wir uns. Und steigen wieder beim Bügeln in den Alltag. Nicht, weil Bügeln so interessant wäre, aber unsere Hausfrau hat eine lukrative Nebenbeschäftigung. Schauen wir uns das an. Jetzt leg dich ganz langsam
auf den Rücken und lass dich von mir verwöhnen. Ob ich stöhnen kann? Ja, natürlich kann ich stöhnen. Sicher darfst du das. Ja, ich hab fast gar nichts mehr an. Strapse? Ja, die schwarzen. Die gefallen dir ja so. Und jetzt, meine Finger kreisen um meine. Was? Du stehst auf große Nippel? Unterbrich mich jetzt bitte nicht. Natürlich. Riesennippel. Sie wippen bei jeder Berührung. Wie Federn. Ja. Mach nur weiter so. Hier ist es besonders gut. Ja, ich glaube, mein Popo vibriert ganz leicht. Meine rechte Hand, sie gleitet hin und her und hin und her. Ja, genau dort. Ja, so schaut sie aus. Ja. So fühlt sie sich an. Ja, und feucht bin ich auch. Was? Du glaubst, du kommst gleich? Warte noch auf mich. Warum jeder
Nun bitte, dir sagt. Wenn dein, was du glaubst, Sicherheit, ich glaub, du provozierst mich, damit ich dich schauen lasse. Ja, unbedingt. Drum weiß ich auch, warum deine Frau nicht einpacken kann. Was? Warum? Weil du ihr immer da zahlst, der ist so 25 cm. Trinkst du auch was mit? Genau. Du hättest bei dir was, ne? Egel noch nicht. Da muss ich ja klar den Achtel mittrinken. Du warst Lumpi. Ja, Hutti. Der Ausflug ist immer voll mit Delikatessen. Nur schauen, gell? Nix angreifen. Frage, hast du Wasser in die Viers? So, aber bist du jetzt komplett deckert? Das war mir leicht. Naja, weil meine Wünschel wurden schon wieder ausschauen. Zumindest hofft es die gesamte Menschheit. Obwohl, saufen tust du ja für mindestens zwei. Ja, da denkt hoch und das an, du wirst saufen. Weil was nie den Geld kostet. Du bist ja so ein Trottel. Oft frage ich mich wirklich, warum du eigentlich geheiratet hast. Ja, das frage ich mich auch schon seit 20 Jahren. Das ist vielleicht nicht gesund, doch ich hab meinen Kopf.